Wie ihr sehen könnt, haben wir schaurige Herrschaft. Und wir haben sogar ein paar Booster. Wir haben Lavados, wir haben den Shadow Rider, wir haben Arctos und wir haben Zapdos. Also ein Artwork fehlt leider. Aber das ist nicht so schlimm. Daher, also hier unten ist ein Glurak erschienen. Wie gesagt, ihr habt im Twitch-Stream die Möglichkeit, alle 151 Pokémon zu sammeln. Und wenn ihr alle 151 Pokémon gesammelt habt, kriegt ihr einen 50-Euro-Gutschein für meinen Online-Shop. Und genau, wenn ihr alle 151 schafft, und wir werden wahrscheinlich in Zukunft auch so ein paar Zwischenschritte einbauen, wie zum Beispiel, wenn man 50 hat, kriegt man 10% Rabatt oder so. Aber wir schauen mal. Und ich würde einfach mal sagen, wir checken mal, was in diesen Pre-Release-Kits drin ist. Wir haben ja schon einen Booster aufgemacht. Normalerweise kriegt man ein Kit plus drei Booster. Ihr seht, es fehlt eins. Das habe ich aber schon gemacht, um das heutige Shorts zu drehen. Das bedeutet, wir schauen uns das jetzt mal an. Und ich würde einfach sagen, wir checken mal zuallererst die Booster. Ich würde einfach mal sagen, Booster Nummer 1. Und auch die Online-Codes, die sind für euch. Die dürften aber noch nicht einlösbar sein. Also ihr könnt die schon mal benutzen. Aber ihr werdet die Booster-Packs erst in zwei Wochen öffnen können, wenn das offiziell rauskommt. Und wir gucken mal. Also das hier ist mein zweiter Booster, Schaurige Herrschaft. Wir haben das ja auf Japanisch schon zur Genüge aufgemacht. Und jetzt schauen wir uns mal die deutsche Variante dieser wunderbaren Karten an. Und wir haben auf jeden Fall schon mal das Formeo zweimal. Wir haben das Lapras in Reverse. Und wir haben Stolos als normale Rare-Karte. So. Booster Nummer 2. Und auch hier der Online-Code für die Zuschauer. Und wir gucken mal, was drin ist. Uralter Friedhof, Flavia, sehr schön. Angata, weniger schön. Kloptopus, schon wieder. Scaraborn, Voltilam, Ignivor, Botogel, Ledian und... Oh, stark. Wir haben Wulauso als Holocard. Sehr, sehr stark. Also unsere erste Holo-Karte aus dem Set. Mit einem sehr schönen Artwork. Geht's weiter? Geht's weiter? Geht's weiter? Wir schauen mal, was der nächste Booster für uns bereitet. Ich bin richtig gut gelaunt. Heute ist ein wunderschöner Tag. Auf die Trainerkarten, wir gucken uns die mal an. Genau, wir können uns generell mal die neuen Karten mal angucken. Glücksenergie. Solange diese Karte an ein Pokémon angelegt ist, liefert sie Farblos-Energie, das ist schon mal gut. Wenn das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, in der aktiven Position ist und durch eine Attacke deines Gegners Schaden erhält, ziehe eine Karte. Okay, das heißt, immer wenn wir Damage kriegen, dürfen wir eine Karte ziehen, okay. Cattleya, lege beliebig viele Karten aus deiner Hand in beliebige Reihenfolge unter dein Deck, ziehe anschließend genauso viele Karten. Okay. Könnte interessant sein, tatsächlich. Dann Peony, lege deine Handkarten auf deinen Ablagestab und düse dein Deck nach bis zu zwei Trainerkarten. Okay, finde ich jetzt nicht so stark. Hornleon. Aber auf jeden Fall Cattleya. Sieht sehr, sehr gut aus. Was haben wir denn? Enia. Ziehe eine Karte für jedes Pokémon vor auf der Bank deines Gegners. Oha, da könnte man was mitmachen. Ich muss aber tatsächlich sagen, das Artwork gefällt mir hier sehr, sehr gut. Also mit diesem Blick von der Seite und denn das sieht ziemlich stark aus. Und
Ein Ramot. Okay, bisher also erst eine Holo. Schauen wir mal, was der Dark bzw. Shadow Rider für uns hat. Oh, wieder Packs öffnen von einem Set, das man noch nicht kennt. Also sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Uralter Friedhof, also wir haben jetzt auch wieder zwei, drei neue Stadionkarten. Lege jedes Mal, wenn ein Spieler eine Energiekarte aus seiner Hand an einen seiner Pokémon legt, das kein Psycho ist, zwei Schadensmarken auf jedes Pokémon. Das ist natürlich stark, vor allem zwei Schadensmarken ist schon eine ganz gute Sache. Ah, okay, das kann man natürlich kombinieren mit Cattleya. Sehr, sehr stark. Die Artworks erinnern mich alle irgendwie, das Memeon, das Primora, alles schon mal gesehen. Nebulak. Okay, das Entdecker-Set nochmal in Reverse-Holo und Kecleon. Guck mal, wie keck der ist. Okay. Oh, wir haben ein Trassler-Artwork. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja moinsen, easy peasy, vielen Dank für deinen Besuch. Willkommen, willkommen. Wir machen ein paar Packs Schauriges, Chilling Rain. Ich muss mich so dran gewöhnen, schaurige Herrschaft. Ich will immer noch eisige Herrschaft sagen. Und das ist so schwer, es ist so in meinem Kopf drin. Und meine Hände sind heute ein ganz bisschen dreckig. Ich hoffe, das ist nicht ganz so wild. Ich habe nämlich heute 8 Stunden lang Abriss gemacht und ich habe die geschrubbt wie ein Weltmeister, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die werden nicht richtig sauber. Naja, es geht, glaube ich. Okay, wir haben Schuppet und wir haben Galas Mogmog. Also, kommen wir zum nächsten Pack. Das ist kein Kala-Cynic, das ist der Glatzen-Cynic. Der ist irgendwie so entstanden. Die Nerds von der Fanpost schon probiert. Die Dinger sind schon weggeatmet. Okay, Flavia hatten wir noch nicht. Lege eine Spezialenergiekarte von einem Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel und lege eine Stadionkarte im Spiel auf den Ablagestapel. Das ist also sehr stark. Vor allem da aktuell sehr, sehr, sehr viele Spezialenergiekarten gespielt werden, ist das also schon mal eine sehr starke Counterkarte. Also Flavia sollten wir auf jeden Fall im Blick behalten, wie sich die Karte im Metagame verhält. Okay, wir haben die Himmelsrolle und wir haben Kerapindra. Ich habe 4 bestellt, ich habe nur 3 bekommen, weil die nicht alle bekommen haben, die wollten. Aber mir ist das egal. Ich sag's mal so, ich bestelle immer 4, ich bestelle nie mehr, ich bestelle immer 4. Weil ich einfach immer hoffe, dass ich 4 unterschiedliche Promos drin habe. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr gering, das weiß ich, aber ja, so ist es halt. Und ich habe nur 3 bekommen und die haben mir gesagt halt, dass die alle ein bisschen runterkürzen von 4 auf 3, damit alle was kriegen. Und hätten die mir sogar 2 weggenommen, damit ein anderer überhaupt was kriegt, wäre ich damit einverstanden gewesen. Also gar kein Thema. Und die haben 32 Euro gekostet. Ich hatte 35 Euro im Kopf. Also nochmal vielleicht ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Diese Dinger kosten 35 oder 32 und da sind immer 3 Packs bei. Jetzt habe ich keine 3 mehr übrig. Das heißt, da sind glaube ich 4 drin plus die 3 sind 7 Packs für 32 bzw. 35 Euro. Also sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Okay, kommen wir zum nächsten Pack. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Wir gucken mal rein. Ich habe auf jeden Fall schon eine V-Max gezogen. Genau, der Nebelkristall, auch eine interessante Karte. Durchsuche dein Deck nach einem Psycho-Energie oder einem Psycho-Basis-Pokémon, zeige jene Karte deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Hier steht aber oder, das heißt, du kannst dir eine Energie oder ein Basis-Pokémon rausholen, ist vor allem fürs Early-Game super, super stark. Also eine sehr interessante Karte zum Spielen, weil ich weiß ja, der ein oder andere ist zum Spielen da. Kann man vielleicht was mitreißen, aber finde ich jetzt nicht so stark. Und wir haben Galar Lashoking als Holo-Karte mit geheimnisvoller Trank. Das ist schon unsere zweite Holo. Genau, ich hatte ja 3 Packs, das heißt, ich hatte 9 Booster und aus den 9 Booster habe ich eine V-Max gezogen. Wenn ihr wissen wollt, welche das war, schaut euch das Shorts-Video auf YouTube an und ansonsten haben wir 2 Holos gezogen. Okay, kommen wir zu dem letzten losen Booster.
Und wir gucken mal. Okay. Das könnte was sein. Das werden wir jetzt herausfinden. Ja, ich glaube, die Ärztin wird es auch als Full Art geben. Dieses Set hat unglaublich viele Karten. Ihr seht es hier unten. 198 normale Karten im Master Set. Und dann nochmal 30 bis 40 Full Art, Secret Rare Karten wie Rainbows, Shinies und so weiter. Ah, mega stark. Und dann haben wir die nächste Rolo und wir haben das wunderbare Gengar. Es gibt zwei sehr coole Holo-Karten in dem Set. Das ist das Gengar und das ist das Gortrum. Beide super, super, super starke Karten. Und wir haben auf jeden Fall alle in Japanisch schon. Und jetzt haben wir sie dann auch auf Deutsch gezogen. Also das ist schon mal eine ganz gute Sache. Okay, ich bin heute ein bisschen heiser. Ich hoffe, das seht ihr mir nach. Okay, wir gucken uns das erste Pre-Release-Kit an. Es gibt ja vier Promokarten und wir schauen mal, welche Promokarte wir in unserem ersten, unserer ersten Box haben. Für diejenigen, die es nicht kennen, da ist immer noch so ein Plan mit bei, welche Karten es gibt zum Abhaken. Und wir haben, genau, 198. Die Secret Rares sind leider auf diesem Plan immer nicht dabei. Finde ich ein bisschen schade, aber gut. Okay, und wir haben das Inteleon gezogen. Sehr, sehr stark. Und für diejenigen auch, die diese Kits nicht kennen. Früher war das so, man hat fünf Booster bekommen. Und aus diesen fünf Boostern musste man bei diesen Pre-Release-Turnieren musste man sich ein Deck basteln. Nur aus diesen Boostern. Der Laden hat dir nur Energiekarten zur Verfügung gestellt. Und irgendwann kamen diese Kits, ich meine mit dem Mitte Sonne und Mond kam das, meine ich. Also so seit 2 Jahren ungefähr. Gibt es quasi diese Promo und halt ein paar Karten dazu. Und diese Promo gab es auch vorher schon. Warte mal, den Online-Code, der ist für mich. Diese Promo gab es immer schon. Also es gab immer schon eine Promo dabei. Aber die Karten, die dahinter sind, die gab es früher nicht. Und die sind einfach unterschiedliche Trainerkarten aus unterschiedlichen Editionen, die dir dabei helfen sollen, ein Deck zu bauen bei diesem Pre-Release-Turnier. Und halt ein paar Pokémon, die dir quasi eine Deck-Empfehlung geben. Und wie ihr hier sehen könnt, haben wir das Inteleon-Deck bekommen, also das Wasserdeck, mit Trassler und Gardi zusammen. Das heißt, ein Wasser-Psycho-Deck. Und die anderen Kits, also diese anderen beiden hier, die können ganz anders aussehen. Deswegen schauen wir gleich mal rein. Also wir haben hier Trassler und Galar bekommen. Und das Inteleon als Promokarte. Schauen wir mal rein. Okay, die Pullrate ist meiner Meinung nach sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir werden gucken, ob sich das tatsächlich heute bewahrheitet. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. Und ich würde sagen, wir schauen in den ersten Booster. Und denkt dran, wir haben hier ein sehr, sehr schönes Pokémon. Wenn ihr wollt, könnt ihr es fangen. Okay, wir schauen rein. So eine Box kostet zwischen 32 und 35 Euro und hat immer 3 Preisbooster extra dabei. Genau, die werden aber tatsächlich auch für 40 Euro verkauft, ohne Booster. Also da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Aber die Preise regulieren sich langsam wieder, weil der Hype ja doch ein bisschen abflacht. Und das ist auch ganz gut so. Okay, wir haben Robuster Helm und Galar Lauchzelot. Okay, den Online-Code habe ich euch gezeigt, ne? Ja. Okay, Booster Nummer 2. Ja, genau, Dragon Ball Karten wird es auch irgendwann geben. Das dauert aber noch ein bisschen, bis das sich implementiert. Genau, wir müssen ja expandieren. Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Magic. Schauen wir mal. Okay, Chimstick. Saverio. Wir haben eine Stichrolle. Und Sneeble. Ah, das ist so ein Filler-Pokémon. Flauschling. Oh. Porygon. Seeyong und... Oh! Oh mein... Oh!
fertig mit dem Deck. Ich bin durch. Ich wollte diese Karte, nichts anderes. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Auf geht's. So, so, jetzt muss ich erstmal direkt hier. Wo ist meine japanische Karte? Wo ist mein japanisches Pongdong dazu? Pongdong, Dong, Schlong. Ich gehe kaputt. Ich hab's einfach. Ich hab gesagt, mir sind alle Karten egal. Ich will nur das Galar-Zapdos haben, ey. Das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht. Wo ist mein Zapdos? Wo ist mein Zapdos? Ich finde meinen Zapdos nicht. Oh mein Gott, ich gehe kaputt. Leute, ich drehe durch. Ich muss meinen Zapdos jetzt rausholen. Bevor ich das liefe, muss ich das vergleichen. Wir werden nämlich die Druckqualität vergleichen. Oh mein Gott. Money, 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 money. Oh mein Gott, ich find's nicht. Ist egal. Oh, ich bin fertig mit der Welt. Puh, okay. So, wir haben erstmal die erste 100 Takin-Karte gezogen. Also so ganz grob, ich habe keine Preise gecheckt. Auf Japanisch kostet sie so 60, 70 Euro. Ich denke mal, auf Deutsch wird sie ungefähr genauso teuer sein. Okay, wir gucken uns die Druckqualität an. Ich muss sagen, Centering finde ich ist hervorragend. Sieht sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gut aus. Die Kante hier oben hat ein bisschen was abbekommen. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? So ganz, ganz grob. Aber. Okay, hier sieht man es ein bisschen off-centered, ne? Bei PGS wird es jetzt eine 10 kriegen. Okay, Entschuldigung, no hate. So. Also ist stark. Ich muss sagen, die Qualität dieser Karte ist sehr, sehr, sehr gut. Und wir werden sehen, ob sich das so durchzieht. Ach stimmt! Panterak, vielen Dank. Die Karte ist beim Graden. Stimmt, die habe ich doch zum Graden geschickt. Deswegen finde ich sie nicht. Ah, guck mal, Panterak. Sehr, sehr lieb. Sehr, sehr lieb. Hast mit aufgepasst. Ich hatte wieder einen kleinen Lost Moment. Großes Lob an die Dame, die die Pre-Release-Kits ausgeteilt hat. Sie hat mir auf jeden Fall genau das richtige Kit gegeben. Also... Wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen mehr Glück. Und ich weiß auf jeden Fall, was ich gleich auf Instagram posten werde. Oh, ey, das gibt's nicht. Hammer. Ich freue mich so heftig. Eieiei. Okay, wir gucken mal weiter, was wir so haben. Flashlink, Porygon, Ladybar. Oh, stark, das Gortrum. Sehr, sehr cool. Und wir haben noch eine Holo. Das Galar irgendwas mit Toll. Okay, also ich hoffe, es ist eine andere Promo, weil ich würde gerne alle Promos haben. Und wir haben sehr stark. Wir haben das Quartermark. So, weg mit euch. Und wir gucken auch hier rein, was hier für ein Deck drin ist. Weil es heißt jetzt nicht nur, weil die Promo anders ist, dass auch das Deck dahinter anders ist. Das bedeutet, wir schauen mal rein. Genau, den Online-Code gebe ich euch nicht, weil ich die Promo gerne hätte. Okay, also wir haben das Quartermark. Und wir haben Trassler wieder, also Gardi. Und wir haben Diktri. Moin, Meister. Ah, okay, also ein anderes Deck. Okay, wir fangen direkt mit dem Galar-Zapdos hier an. Und... Wir schauen uns den ersten Booster an. Und zack, zack. So. Los geht's. Wir haben die Unkrauthandschuhe. Sehr gut. Wir haben Melanies Überzeugung. Frubaila. Frubble. Memeon. Brimova. Dakuba. Nebulak. Stolrak. Und wir haben ein Volauso. Diesmal aber als fließender Angriff. So, guck mal hier, fließend und fokussierend. Nächstes Pack. Und wie gesagt, wir haben jetzt dieses Game hier in allen unseren Twitch-Streams. Und da habt ihr die Möglichkeit, Pokémon zu fangen. Und wenn ihr alle 151 Pokémon fangt, dann gibt es einen Gutschein für den Shop.
Und wie könnt ihr die Pokémon fangen? Wenn ein Pokémon auftaucht, dann könnt ihr mit den Kanalpunkten einen Pokéball werfen. Das heißt, es ist absolut umsonst. Und dann geht's los. Kuscheltier 177, vielen, vielen Dank für dein Follow. Und wir haben Silimbrim. Schon wieder eine Holo-Karte. Also zweites Pack, zweite Holo-Karte. Okay. Hi, hi, schön, dass du im Stream bist und schön, dass du meinem Kanal folgst. Vielen, vielen Dank. So. Der ist für euch. Ja, jedes Pack eine Holo. Also die sind sehr, sehr gut, die Pre-Release-Kits. So, wir haben Seong, Porygon, Galaporenta. Oh. Guck mal, das ist so, als wenn er so unterm Baum sitzt und sein Samurai-Porenta schärft. Smogon mit richtig happigen Artwork. Nebulak. Und... Oh, guck mal, wieder ein Intellia. Die hatten wir ja im Japanischen auch sehr, sehr oft gezogen. Und wieder eine Holo. Also, stellt euch mal vor, da wäre in jedem Pack wär eine V-Max gewesen. Stark. Okay, letztes Pack. Und es sieht nach einem Premium-Hit aus. Also, wir schauen mal. Jo, herzlichen Glückwunsch. Du hast das Pokémon gefangen. Sehr, sehr gut. Du bist also auf dem Weg, der größte Pokémon-Sammler zu werden. Okay, komm. Zweite Pre-Release-Kit. Und wir brauchen eine Full Art. Okay, Leute. Und? Schade. Das ist also, Quatermark ist das neue Knirrfisch. Und wir haben Inteleon wiederbekommen. Das heißt, den haben wir doppelt. Bedeutet, den lasse ich auch genauso sealed, weil man den am besten dann so traden kann. Und vier Booster. Das sind also erstmal unsere letzten vier Booster. Und Last Kid Magic. Wir fangen mit Shadow Rider Booster an. Oh, und es ist direkt ein Knirrfisch. So, wie gesagt, die Codes könnt ihr schon benutzen, aber die werden erst freigeschaltet, wenn das Set offiziell rauskommt. Und das müsste in 2 Wochen knapp sein. Ah, nicht ganz. Nicht ganz, ich meine am 17. oder 18. ist Release. So. Oh, das ist auch süß. Und wir haben Banette. Komm, Gold Relaxo. Galazapdos Gold Relaxo. Was habe ich für die Kids ausgegeben? 90 Euro, 200 Euro rausgeholt. Kann man mal machen. oh, Svenny, du wirst dich so ärgern, wenn ich da jetzt ein Relaxo rausziehe. Eieieiei. Hi, Red Black Beard. Schön, dass du da bist. Kommt, Leute. Oh, wir haben noch das Gottrum und. Ist es das Relaxo in Gold? Nein! Das ist die einladende Laterne. Egal, es ist eine Goldkarte. Es hätte ein Relaxo sein können. Oh nein! Egal, es ist eine goldene Karte. Daher völlig egal. Völlig egal. Nehme mit. Und wir sind noch nicht fertig. 2 Booster folgen noch. So. Gold ist Gold. Laterne spielbar, können wir mal checken. Nimm eine fokussierende Angriff-Unterstützerkarte aus deinem Ablagestapel auf deine Hand. Ja, ist definitiv spielbar. Definitiv. Wobei, ich glaube, dann würde ich lieber Schwerthold und Schilddingen da. Warte mal, habe ich hier Kampfstile rumfliegen? Farbenschock. Kampfstile. Das ist auch Kampfstile. Vielleicht habe ich die gerade hier rumfliegen, die Karte. Maastricht? Nee. Es gibt auf jeden Fall diese Trainerkarte Schwerthold und irgendwas. Und ich meine, die ist, glaube ich, sogar besser.
Aber das ist wieder eine Itemkarte und keine Trainerkarte, also daher. Bisher keine V oder V-Max, nein. Bisher nicht. Oh, ich rieche einen Knierfisch. Oder ein Quatermark. Oder ein Manafi. Jetzt geht's los, Leute. So. Das ist safe ein Knierfisch. Brimano. Nebelkristall. Chimstick. Okay, Makabaya. Smogon. Galarflekmon. Und. Okay, eine sehr, sehr schöne Reverse-Karte. Und. Ein Vulkanion. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön. Also, damit haben wir auch eine V-Karte gezogen. Das heißt, das Pre-Release-Kit ist schon mal sehr, sehr stark. Genau, das ist eine sehr, sehr coole Karte. Ich mag Vulkanion als Pokémon. Und das ist sehr, sehr cool. Also, letzter Booster für heute. Von dem Set Schaurige Herrschaft. Und es ist wieder ein Hit. Jesus. Damit hatten wir in 4 Boostern 3 Hits. Oh mein Gott. Leute, es ist eine Alternative. Ich sag, das ist ein alternatives Artwork. So, jetzt geht's los. Vielen Dank für die 100 Bits. Ganz, ganz lieb. Vielen, vielen, vielen Dank. So, also ich sage Ice Rider, alternatives Artwork. Und let's go. Okay, der Spannungsbogen steigt. Okay, Leute, los geht's. Und? Oh. Das Timing war fast perfekt und... Ah, okay. Es ist immer noch eine V-Max, also. Aber mit Ice Rider, guck mal, war ich nicht ganz daneben. War ich nicht ganz daneben. Okay, okay, okay. Also stark. Das war mal eine unmenschliche Box. Wir haben eine V-Max und eine Goldkarte gezogen aus einem Pre-Release-Kit. Also sehr, sehr stark. Ice Rider V-Max. Wir haben Vulkanion gezogen und die einladende Laterne. Wir haben Inteleon als Holo, Silimbrim als Holo, Voluso als Holo und natürlich unser Quatermark Promo-Kärtchen. Dann haben wir Inteleon Promo gezogen. Wir haben Gengar in Holo gezogen und wir haben das wunderschöne Galar Zapdos V gezogen. Als alternatives Artwork, wie gesagt, in Japan, japanisch 60, 70 Euro meine ich. Auf Deutsch ist sie wahrscheinlich jetzt, wenn man auf Card Market guckt oder so, 200 Euro wert, aber das ist Quatsch. Also ich schätze mal, die wird so am Ende so zwischen 50 und 100 Euro liegen irgendwo. Sehr, sehr coole Karte. Okay, stark.